Dann machen wir die erstmal fertig. Wir wollen ja nicht schon wieder pennen gehen. Aber warum? Kein Köder im Inventar. Das heißt also, wenn wir keinen. Also wenn der Darm getrocknet ist, dann zählt er nicht mehr. Das ist ja ärgerlich. Weil wir hätten ihn ja. Der ist dann nur noch für die Herstellung und Reparatur von Dingen geeignet. Schade. Nun gut. Werkbank. Prototyp. Moin, moin. Grüß dich. Mein Cousin mal gefragt. Der ist Rang legendär. Seit 3 Monaten. Was auch immer das heißt. Das ist der höchste Rang. Das Spiel will ich mir sogar mal ansehen. Welches jetzt? Also wenn ich gegen ihn spiele. Achso. Also ich glaube ja, dass Gonchi erfrieren wird. Ich muss gestehen, meine Füße sind tatsächlich ein bisschen kalt. Stimmt wegen dem Spiel. Er gegen dich. Ja, okay. Scarafas, moin. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, aber wir haben ja noch ein bisschen Birkenholz in Trocknung quasi. Aber das war kein Fehler, dass wir die jetzt einfach alle verarbeitet haben. Eine Pfanne für Hesis könnten wir eigentlich auch noch bauen. Klinge. Ach, oh Mann, Altholz wieder vergessen. Okay. Sind aber auch schon ein bisschen ausgetrocknet. Wir müssen nachher den Ofen eh nochmal anschmeißen. Können wir eigentlich jetzt auch gleich machen. Sind auch nicht durstig. Dann können wir noch ein bisschen Schnee einschmelzen. Wir kommen jetzt gerade so, was die Base hier vor Ort angeht, nicht so wirklich weiter. Das macht aber eigentlich nichts. Okay, den Bogen können wir jetzt eh nicht tragen, weil wir immer noch ein verstauchtes Handgelenk haben, ne? Natürlich. Okay. Aber wir werden dann heute vielleicht erstmal nicht wieder angreifen, sondern erstmal Basic soweit fertig machen. Und es kann ja auch gut sein. Wir könnten uns ja nochmal umschauen. Wir haben zwei Angriffe gehabt. Ich glaube, das waren unterschiedliche, aber es ist gut möglich, dass der Wolf verblutet ist. Mal gucken. Bleiben wir an der Nähe hier. Ich glaube, Gonji und wir alle sterben entweder in 4 Wochen oder verhungern am Altersarmut. Diskussionsrunde eröffnet. Bin kaputt. Thanks für den Stream. Gute Nacht. Gönn's mal. Schön, dass du da warst. Schlaf schön und bis bald. Ja, ist immer spät, wie ich stream, ne? Ich weiß. Am Samstag ist ja ein bisschen früher. So. Wölfli. Hast du dich irgendwo niedergelegt? Und wenn ja, wo? Ich höre es auf jeden Fall jaulen. Ah, hier ist ein Blutfleck. Bitte weg. Hier nicht keiner. Dann lebt er auch wahrscheinlich noch, ne? Wie scheiß Wetter auch gerade. Oh ne! Und dunkel wird's auch noch. Achso, ist ja auch nur noch eine Stunde. Na gut. Ja. Im Dunkeln ist gut munkeln. Wann ist Samstag Start? 19:30 Uhr. Den dritten überleben wir also alle? Ich glaube nicht. Achso, Weltkrieg sollte das heißen. Okay, ich glaube, Gonshin und wir alle sterben entweder im Vierten Weltkrieg oder verhungern an Altersarmut. Ach so. Warum eigentlich im. Verstehe ich jetzt auch erst, warum dann erst im vierten? Okay, Brennstoff. Ich würde keinen mehr bevorzugen, wenn es in Ordnung ist. So, Altholz möchte ich nicht. Das möchte ich drüben verarbeiten. Zack.
So, das Teil können wir hier verbrennen. 90%, das dürfte ja wohl klappen. Samstag 12 Stunden Stream mit Firewatch? Nein! PvP-Event. 19.30 Uhr, 7 Days to Die. Ja. Und zwar mit 42 Leuten. Das ist wohl richtig toll. Ring, 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 ring-a-ling. Mirastrel! Oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig. Mira. Mirastrel! Und ist da irgendwo ein besonderer Name drin versteckt? Ich sage vielen herzlichen Dank. Moin, moin. Herzlich willkommen bei den Gonchis. Vielen Dank für dein Follow. Ich muss schnell Holz nachlegen. Willkommen. Und wir warten mal. Ich habe gerade überlegt, ob ich den schon nachlege. Aber eigentlich muss das nicht unbedingt sein. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich nochmal was zu essen holen. Das ist cool, jo. Ab 19 Uhr. Was? Im Darknet? Da stört er. Was? Achso, der dritte Weltkrieg wird im Darknet ausgetragen. Okay. Ja, damit beschäftige ich mich nicht wirklich. Ja, und da rumtreiben tue ich mich auch nicht. Alter, ist das ein Wetter. Holy moly. Und schön dunkel vor allem. Sehr gut. Das heißt, ich werde hier wieder im Blindflug überlegen müssen. Hier ist der Kühlschrank. Wir müssen uns auf jeden Fall noch was zu essen machen. Also wir nehmen uns Hundefutter wäre jetzt irgendwie das letzte, was wir uns holen, oder? Ja. Mal gucken, vielleicht reicht die ja. Machen wir uns einmal fertig. Och, ist das gemütlich. Och. Ehrlich. So. Schimmlich. Das machen wir. Erstmal das. Deshalb erwischen. Nein, auch das nicht. Mach das nicht, Delilah. Mach das nicht. Aber ich esse die erstmal. Ist sie immer noch schimmlich? Nee, die müsste ja auch besser geworden sein, oder? Nee, die ist immer noch schimmlich. Okay. Gibt aber auch keine Vergiftung. Gut. Ich glaube, ich muss nochmal ein Holz nachlegen. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Wasser organisieren. Petra. Jetzt hast du das mit dem Mii gelernt, ne? Klopft auf Holz und hofft, dass es. Dass sich Aimbot irrt. Ja. So sieht's aus. Wir machen beide fertig. Wenn das nicht mehr ganz warm ist oder überhaupt nicht warm ist, ist auch egal. Ich auch. So sieht's aus, ey. 79%. Ich gehe mal davon aus, nächsten Morgen sind wir wieder komplett bei 100%. Oder nahezu zumindest. Ah, guck mal, das ist noch heiß. Zack, ist auch noch heiß. Und dann, wie viel Minuten? Ja, 1 Liter kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich glaube sogar 1,5. Probieren wir mal. Ja, das gefällt mir so schön pink. Kann ich gut lesen. Weiß kann ich nicht lesen. Nämlich nicht, was ja viele haben. Oh, stopp. Shit. Viele haben ja. Ich würde kein Zedernholz nachlegen wollen, ehrlich gesagt. Haben wir noch einen Fackelstock? Nee, können wir noch so ein bisschen. Ja, ein Stock. No. Ein Stock noch, komm. Sonst wird es hier. Mit dem Lieder glaube ich nichts. Echt? 1,5 meine ich. Oh. Warte. Jo, das reicht locker, ey. Locker. So, 9 Stunden Schlaf reicht ja sogar fast, würde ich sagen. Und trinken haben wir jetzt auch sehr ordentlich. Wir sibbeln einmal einen Schluck. Skarfas versteht nur Bahnhof, ja. Also die Petra, die hat gestern geübt, wie man dieses Slash Me, genau, also was du ja gemacht hast, weißt ja. Jetzt erkläre ich dir das. Und freut sich, glaube ich, zu Recht. Frechheit, er kann das auch. Ja, das können ein paar. Mein Bett ist hier.
Wir schlafen erstmal. 9 Stunden. Mit Streichholz. So entstehen Brände. Hab getrunken, ne? Ja, ich glaube ja. Gut, dass ich Giftgrün gewählt habe. Das fällt meistens auf. Ja, genau. Ja, wie heißt das nochmal? Oh, ihr wisst das alle, ne? Aber ein paar wissen das bestimmt. Diesen, wenn das 100%, wenn das schwarz ist hier, dieses Twitch auf. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Man lernt nie aus. So sieht's aus. Tutorial bitte. Was? Okay. Schon wieder im Hellen hier. Im Dunkeln schon wieder unterwegs. Sind durstig. Also trinken wir erstmal. Hätten auch eigentlich direkt drüben schlafen können. Nachdem wir uns hier vollgefuttert haben. Reparieren werden wir nicht können. Wo stehen wir eigentlich hier mit Prozent? Wo stehen denn die Prozente? Wie gut es noch ist. Hier gar nicht? Muss ich wechseln? Hä? Nicht blind? Ach da. Oh. 14% nur noch. Guck mal, müssen wir ja wirklich mal wieder reparieren. Wir wurden jetzt auch ein paar Mal angegriffen. Alter Schwede. Oh ja. Echt ein bisschen Tingelzeug zu machen, ne? Peter hat also die Geheimnisse des Schatzes erkundet, ja. Blöd, dass ich nicht vorher gefragt habe, ja. Ich war auch irgendwie im Chat und habe das gesehen ständig und dachte dann, wobei, nee, ich glaube, bei mir war das so. Mann, bei den Vorhang, warum eigentlich nicht? Kann er das im Dunkeln? Nein. Ich glaube, bei mir war das so, ich war irgendwie im Chat und da wurde, hat das ein anderer gefragt. Also ich musste die Frage nicht selbst stellen. Das heißt, musste, ist ja auch nicht schlimm. Kann ja fragen, wie das funktioniert. Die Pünktchen, genau, die Pünktchen auch noch weglassen. Das wäre gut. Sonst klappt es nicht. Dass du nichts mehr siehst, wenn die Leute. Wenn du läufst, ist ein eklig. Ich kenne das auch noch nicht lange, hab mir aber so war schon länger gedacht, weil ich in dem Befehlsaufbau auf verschiedene Programme dann mittlerweile doch etwas kenne. Ah, okay. Test. Ah, ach, wusstest du gar nicht? Ich hab gedacht, das wäre ein Scherz von dir, Delilah. Mit dem Tutorial, bitte. Warte, das kennst du. Benötigt Licht zum Herstellen. Warum konnte ich denn letztes Mal das weiterarbeiten? Pfeilschaft konnte ich doch, glaube ich, im Dunkeln noch machen. Hab ich doch so gefreut. Oh Mann. Tolles vergessen. Ich dreh noch am Rad. Wollen eine Falle machen. Auch wenn die Falle hier vorne eigentlich nicht so viel bringt. Ist hier noch was drin? Weil wir hier vorne erstmal nicht groß Hasen rumlaufen haben. Aber ihr wisst ja. Ist denn wieder die Geschichte haben, ist besser als brauchen? Applaudiert. Nein, ich kann ja nicht alles wissen. Nee, das stimmt. Denn nein, das ist nicht peinlich. Das sind so Sachen, Dinge, die die Welt eigentlich auch nicht braucht. Also es muss ja nicht sein, dass man das kann oder muss. Tab wofür? Genau, Tab ist auch wichtig. Immer wieder schön mit Mi und Tab sind die am meisten getesteten Dinge im Chat. Ja, Tab ist super und zwar Tab ist Hammer bei Twitch, wenn du dich nicht verschreiben willst bei dem Namen. Zum Beispiel Namama hat ja 7000 NAMA Dinge in ihrem Namen. Dann machst du einfach nur NAM Tab und dann kommt der Name automatisch, die da sind. Oder drückst einfach nur A und dann Tab. Und dann siehst du die ganzen Leute. Dann kannst du die nicht mehr kannst dich nicht verschreiben und der wird halt automatisch markiert. So, das ist eigentlich ganz cool. So, Altholz. Ich habe fast wieder so viel erzählt. Warum habe ich nur... Okay, drüben hätten wir ja rein theoretisch auch noch Altholz. Ja. Den kann ich auch noch nicht.
Genau, Betrachterin erklärt's. Für mich war ja die Tab-Taste zur Vervollständigung eine Offenbarung, ja. Ist so. Ist auch super hilfreich. Gerade so bei langen Namen oder so. Ist ja manchmal ein bisschen anstrengend. Da das auch immer richtig zu schreiben oder zu markieren und so. Selbst mit Mi-Münzen, das funktioniert. Ja, nice. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So. Okay. Lassen wir jetzt einmal... Wie lange dauert denn so eine Falle? Wenn die nur eine halbe Stunde dauert, dann machen wir die jetzt einmal mit Lampe. Eine Schlinge. Halbe Stunde. Machen wir eine. Danach ist hell. Genau. Und da musst du auch das Ad nicht mehr setzen. Was? Wir werden markiert? Ja, ist wie bei Battlefield, ne? Also, war das nicht Q, glaube ich, bei Battlefield? Um jemanden zu markieren? Ich spiele das. Ich habe das irgendwie das letzte Mal vom Jahr gespielt. Also. So, Schlinge ist fertig. Angelschnur brauchen wir eigentlich nicht. Wir könnten uns Rehlederstiefel langsamer machen. Krass. Auf jeden Fall krass. Können wir aus Rehleder noch was anderes machen? Weil wir haben ja hier nur begrenzt. Eine Hose. Die beiden Sachen. Okay, das heißt, hier hätten wir 2,5 und 2. Bei den Schuhen. Und hier hätten wir 2,2. Tja, bei irgendeiner Hose. Bei Hosen haben wir aber 2 Sachen. Was kann das sein? Kann aber auch das sein. Aber es wäre in jedem Fall... Obwohl, repariert ist die wahrscheinlich besser, die Schneehose. Wow. Die Schuhe sind deutlich krasser. Ich glaube, selbst repariert. Täuscht das? Haben wir was zum Reparieren? Ja, wir haben keinen Stoff dabei. Kriegt man eigentlich... Ich habe ja die Sachen ja noch nie auseinandergenommen. Kriegt man aus dem Karton? Wunderbündel. Der Stoff wäre jetzt ein bisschen übertrieben gewesen, ne? Hier haben wir natürlich keinen Stoff. Eine Falle. Wir haben 13 Pfeile. Nee. Oh, dass er die nicht stackt. Nur wegen der Qualität, ey. 5. Besser ist immer mit 6, ne? Dauern aber auch lange. Der stellt sich dann aber auch an, offensichtlich. Viel mehr kriegen. Brauchen wir 3 Federn? Krass. 3 Federn braucht man dafür. Ich. Okay, dann machen wir den restlichen Stuff hier rein. Einfacher Pfeil. Ja, okay. Mal hier hin. Machen die Federn hier rein. Das legen wir gleich alles auf den Boden. Hier passt nicht so viel rein. Dann Pfeilschaft, alle. Pfeilspitzen, alle. Das nehmen wir mit. Altholz. Machen wir auch alle hier rein. Ne, legen wir auf den Boden. Das legen wir auf den Boden. Woran hier? Werden wir eh wieder nicht sehen. Zack. Den Holz können wir einmal nochmal drüben hinlegen, ne? So, jetzt gehen wir. Haben wir hier noch eine Schublade vielleicht? Ein bisschen was reinpasst hier vielleicht? Ja, kann sich das einer bitte mitmerken? Ich kann mir das definitiv nicht merken. Dass ich das Zeug hier reinlege, was fertig ist. Das ist ja gut aus. Alle. So, die nehmen wir mit. Die brauchen wir im Haus. Ja. Sehr gut. Gut ausgerüstet. Und wie gesagt, dann würde ich gerne eigentlich... Ich würde gerne noch mal einen Wolf fangen. Also. Schlafen legen. Das ist einfacher mit einer Falle, ne? Mit einem Köder.
Wenn die so... kreuz und quer laufen, ist es nicht so einfach mit den Wölfen. Fuck. Ich sehe den auch nicht. Ich muss rein. Battlefield? Keine Ahnung. Vietnam war das letzte Teil, den ich damals gespielt habe. Okay, ist schon ein paar Tage her. Wird das... was arbeitest du denn, wenn ich fragen will? Achso, ja. Genau. Lokführer, genau. Das Thema hatten wir ja schon mal. Nachmittagsschicht. Aber Nachtschicht, alter Schwede. 1.42 Uhr Zug, ey. Das ist übel. Das ist eine üble Zeit, ey. So, hier drüben. Holz ablegen. Machen wir mal hier vorne. Einmal. Holz, bitte. So, was haben wir hier? Achso, guck mal, genau. Jetzt fällt mir nämlich ein, hier müssen wir auch nochmal was reinpacken. Bei dieser Medizin. Zack, da packen wir die rein, die wir zur Verarbeitung haben. Und hier. Nee, warte mal. In Schlafzimmer haben wir die andere Medizin. So sieht's aus. Da machen wir nämlich die Bärenflechte. Und haben wir... ja, wir haben Verband dabei. Wir haben keine Schmerztabletten mehr dabei, okay. Auch nicht schlecht. Nehmen wir mal hier. Und dann wünsche ich uns eine ruhige Hand und einen Wolf, der nicht direkt auf mich zugelaufen kommt. Personenverkehr. Das ist nicht schlecht. So. Was ja ein bisschen unfair ist. Cool, ey. Was natürlich für den Wolf ein bisschen unfair ist, dass wir halt einfach immer wieder reinflitzen können. Und er quasi die Aggro gleich wieder weg hat. Unfair, ne? Ja, ich find's gut. Auch, dass sie nicht mit nachkommen. Dann wäre ich schon deutlich häufiger gestorben. So, da hinten sehe ich einen. Hier vorne wird bestimmt auch einer in der Nähe sein, oder? Da, guck. Wie? Warum kannst du nicht... Achso, kann er nur im Stehen. Ganz ehrlich, die Geräusche sind so scheiße. Ich denke immer, der ist hinter mir. Mann, Alter. Ich weiß noch, mein allererster Schuss bei The Long Dark war ein Treffer. Ich finde, dass Gonchi gegenüber dem Wolf ganz schön unfair ist. Ja. Ist er. Nachtstunden sind was Feines, wenn man die ordentlich bezahlt bekommt, ja. Okay, wir müssen die Kleidung mal langsam reparieren, glaube ich. Oh nein, komm. Wir töten die jetzt so mit Messer, ey. Nicht zu fassen. 85%. Nicht so mit Shootern. Ach, guck mal. Sparen wir uns die Rast. Aber wir sind natürlich ausgelaugt. Und jetzt schnappen wir uns die Wölfe hier nochmal. Damit wir in Ruhe schießen üben können. Aber es ist natürlich auch super neblig gerade, ne? Nicht so angenehm. Und die Klamotten sind auch nicht kaputt gegangen, ey. Ich hab's nicht so mit Shootern, das mit den Survival ist schon eine Ausnahme. Bin eigentlich mehr aus dem Genre Point-and-Click-Adventure, Strategieaufbau. Jump'n'Run, falls ich nicht vergessen habe. Das Orakus-Museum gegenüber Elbinger unfair ist. Nee. Ich glaube, ich kann das ganz gut ab, ne? Wenn man mich auf den Arm nehmen möchte.
Solange man es nicht übertreibt und es witzig bleibt. Das ist schick. Ich glaube, mit einem Tix. Moin. Ich glaube, mit einem Hasen üben wir einfacher, ne? Unsere Klamotten sind mittlerweile doch schon mal richtig. Oh, fuck. Das sind. Oh nein, das haben wir natürlich dann echt scheiße gemacht. Das sind sogar mittlerweile Accessoires. Und ich hatte nicht viele kaputt. Das ist scheiße. Also, ich, genau genommen einen.